Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Let's Play Minecraft 2020 im Rahmen von Bauchi auf Sendung. Wir gehen zurück ins Spiel. Ich muss den Cursor da oben bedienen. So. Ach, ja. Hier sind wir aber im Prinzip auch genau an der Stelle, auf die ich auch später nochmal zu sprechen kommen möchte. Das beinhaltet alles so das Menü. Und ja, ich habe ja immer wieder in der letzten Zeit mal gesagt, dass ich inzwischen gar nicht mehr so überzeugt davon bin, dass wir hier auf einem Planeten sind, sondern dass es sich für mich eher so gestaltet, als seien wir auf einem Server. Ähnlich wie dem hier, also das ist jetzt quasi mein lokales, das sind meine lokalen Spielwelten und da können wir nachher auch mal rein. Das mache ich im Rahmen einer Traumreise. Kann ich das so ein bisschen veranschaulichen, wie ich das meine. Und jetzt gehen wir quasi mal auf die Erde in unser 2020-Land. Warten kurz, bis es geladen hat. Das mache ich normalerweise auch schon vorher, aber ich wollte es halt nochmal da gerade zeigen. Ich komme da auch später nochmal drauf zurück, wenn ich ein bisschen mehr darüber erzählt habe. Dann ist es leichter zu verstehen. Und sobald das hier geladen ist, kann es losgehen. Ich habe auch noch ein anderes Thema, über das ich heute endlich sprechen kann, weil sich was ergeben hat, wodurch ich mehr weiß als einfach nur, ich habe ein Fragezeichen im Gesicht. Na, das dauert aber lange. Was los? Deswegen mache ich das normalerweise mal vorher. Aber dann konnte ich quasi nicht, dann hätte ich jetzt nicht zeigen können, wie ich mich ins 2020-Land spawne. Braucht halt gerade ein wenig, weiß nicht warum. Hier, wir können das da rein tun, dann sieht es schöner aus. Kann schon mal eine Kippe ziehen. Und dann sitzen wir wieder am Lagerfeuer, als wäre nichts gewesen. Wachen hier auf aus einem Traum, in dem wir zwischenzeitlich waren und sind unser Bewusstsein. Und wie auf diesem Monitor hier für mich, wo ich meine Hände sehen kann, ist das hier sehr, also es ist sehr, ne? Das ist meine Hand im Spiel hier, dieses rechts da, ne? Für die, die das noch nicht verstanden haben. Und wunderschön in der Ego-Perspektive, also aus sich selbst heraus. Man kann das auch umstellen, da kann man sich selbst aus der Entfernung beobachten. Das ist auch super geil, das mache ich auch zwischendurch sehr gerne. Zum Beispiel in bestimmten Situationen, in denen ich es für nötig befinde, mich als Teil der Gesamtsituation zu beobachten und nicht so nur auf mich und meine Wahrnehmung fokussiert zu sein. Und dann wacht man da morgens auf in seinem Bett oder am Lagerfeuer und dann geht es hier weiter. Das ist eigentlich immer wieder aufs Neue so. So, jetzt haben wir eine neue Aufnahmesession und ich muss mal gerade gucken, wo wir denn überhaupt stehen geblieben sind. Mal gucken, wo unsere Bewohner hier sind. War einen davon Finn? Ich höre schon einen. Ey, ihr kommt wirklich nicht in die Räume rein, ne? Soll ich euch das dann mal ein bisschen größer machen? Zack. So, jetzt braucht aber Licht, ne? Kommt er wenigstens in die Betten jetzt, ne? Hier, wir drücken auf die 8 und dann basteln wir euch da eine Fackel hin. Wo wollt ihr die hin? Machen wir hier hin? Ja, ne? So. Schön, ich hab das wieder hell. Wo sind die anderen Brüder hier und Schwestern? Keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Ah, ich erinnere, das ist auch so eine komische Sprachwendung, die jetzt auf einmal aufkommt, ne? Ich erinnere, dass ich in der Küche zugange war. Ja, genau, wollte ich hier noch irgendwas machen? Der hässliche Pott muss weg, das sieht
total schier aus. Und das da oben gefällt mir definitiv auch noch nicht. Dann machen wir auch noch irgendwas anderes hin. Vielleicht rahmen wir das auch in Holz ein. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht genau. Ich gehe erstmal einfach ein bisschen spazieren. Da kommt einer von den Bewohnis. Achso, vielleicht muss ich das hier gerade einen Ticken wieder lauter machen, damit ihr auch das Spiel und die Spielgeräusche hört. Vor sich hin plätschernd. Hopp. Ja, und was ich heute auf jeden Fall auch erzählen kann, ist, dass sich etwas wieder in Sache Bäckerfinker getan hat. Da war ja jetzt im Prinzip klar, dass da das Gerichtsurteil durchgesetzt worden ist, als die Bäckerfinker geräumt worden ist. Und ab dem Tag hatte ich dann das Problem, dass mir dann klar war, dass wohl auch irgendwie die 480 Euro dann ja jetzt wohl relativ. Wieso ist das hier so laut? Können wir irgendwo hingehen, wo es nicht so laut ist? Bitte. Ich will gerade nicht so laut. Hier, wir können. Das ist hier jetzt überall laut, ne? Macht nichts. Setzen wir uns ein bisschen hier hin und gucken uns die Lava an. Nächste Lagerfeuer. Ist viel Feuer in dem Spiel, ne? Ja, und als die Bäckerfinker dann geräumt wurde, dann war klar, dass halt eben, weil das zum Teil des Urteils gehörte, halt eben auch noch die 480 Euro pro Person dann ja jetzt wohl fällig sind. Und seitdem warte ich da eigentlich darauf, dass ich da mal irgendwas höre. Das war das Erste, was ich gemacht habe, als ich gehört habe, dass die Bäckerfinker geräumt war. Da war ich mit dem Max unterwegs in Artà, Fotoshooting machen. Und dann rief mich die Eva Rullmann von RTL an und fragte, ob ich da mehr wisse. Wusste ich da jetzt noch nichts, aber bin dann halt eben mal direkt mit dem Max zur Guardia Civil gelaufen und habe nachgefragt, wo finden wir, ja, in der Höhle ist es. Wir gehen wieder zurück in die andere Höhle. Das ist mir zu. Ich mag kein Regengeräusch gerade. Aufmachen, durchlaufen, komm, run. Und dann sagte mir der Guardia Civil, dass, also der eine, der da saß, ne, den wir dann gefragt haben, dass das wohl stimme, dass die Bäckerfinker just in diesem Moment geräumt werde. Und hier ist viel angenehmer, viel ruhiger. Wir setzen uns ein wenig auf die Bank da vorne und chillen hier ein bisschen rum, dann kann ich das erzählen. So. Kommt der Regen von da, leck mich doch. Hallo. Wir gehen einfach in die andere Höhle, leck mich doch. So, scheiß auf den. Oha! Da falle ich ins Wasser, leck mich doch die Bretter. Ups, raus da. So. So, hier ist jetzt Ruhe vorm Regen. Du kannst weg. Patsch, mal ein paar Glowstones-Dinger einsammeln hier. So, hier fehlen definitiv auch noch ein paar Bänke und so ein bisschen Einrichtung, ne? Ich hatte mir das eigentlich mal so als Konzerthalle vorgestellt und da hinten noch eine Bühne hin. So habe ich mir das gedacht, wäre bestimmt cool. Ja, und der Guardia Civil sagte dann halt eben, weil ich halt fragte, wie das dann aussieht, ob ich dann da jetzt damit zu rechnen habe, dass da innerhalb der nächsten Tage irgendwie ein Haftbefehl offen ist oder was weiß ich was, weil man weiß ja nie in Spanien. Und dann meinte er aber, nee, man sich keine Sorgen, da werden sie auf jeden Fall angeschrieben. So, das war am, ich glaube, am 7. Januar. Und seitdem warte ich halt eben quasi seit 2 Monaten darauf, dass ich da irgendetwas höre. Was halt eben im Moment auch der Grund vor allen Dingen erstmal dafür war, dass ich jetzt gerade erstmal auch nicht zurück nach Mallorca geflogen bin, weil ich halt eben keine Lust hatte, wegen sowas dann da jetzt festgenommen zu werden und weil ich dann ja auch noch auf Bewährung bin, wegen der Sache mit den Nummernschildern vor 5 Jahren. Quasi direkt irgendwie ein Jahr in den Bau gehe.
Dann habe ich gestern die Yvonne mal gebeten, die freundlicherweise dann meine Anwältin mal angerufen hat und auch von der direkt Auskunft bekommen hat. Also die Ist-Situation ist jetzt gerade so: Die am Anfang der Woche ist ein Einschreiben aufgesetzt worden, das ist aber bisher noch nicht eingegangen. Ich schätze mal, dass das wahrscheinlich Montag, also am Tag jetzt, wo hier die Folge dann online gehen wird, also heute quasi der Fall sein dürfte, dass das dann an meiner Postadresse eingeht. Und ab dann habe ich quasi 10 Tage Zeit, die 480 € zu bezahlen, was kein Problem sein wird. Die werden dann nächste Woche bezahlt sein und ist das für mich auch vom Tisch. Und damit habe ich quasi, ist dann das Kapitel Bäcker Finca für mich soweit beendet. Ich habe auch gestern dann trotzdem, also ne, es wird jemanden geben, der versuchen wird, es nicht für mich, aber das ist mir so scheißegal. Hasel, da ich ja weiß, dass du mich sowieso stalkst wie so ein Kranker, gehe ich ja davon aus, dass du das Video hier dann auch siehst. Alter, was glaubst du, womit du mir da Angst machen kannst? Schreib da in der Gruppe rein. Was hat er geschrieben? Habe ich das noch? Habe ich es noch? Warte mal. Dass ich nichts falsch mache beim Zitieren. Nee, das ist der falsche Screen. Ach so, nee, ich muss hier hin. So, ich muss auf den unteren Screen. Ja, hier habe ich den Screenshot. Hat der Gregor in die Gruppe geschrieben, die wir aufgesetzt hatten, wo wir den Tor-Code für die Leute, die den haben sollen, damit die reinkommen können, wann immer sie wollen und wir nicht immer da runter müssen, weil die öfters da waren. Schreibt Gregor in die Gruppe, Holla, gibt es diese Gruppe überhaupt noch? Und dann schreibt Hasel, Hallo Denunziant, wolltest doch anders sein, 33 bis 1945 hättest Fü bestimmt Karriere gemacht, was du kannst, kann ich auch, nächstes Mal mit X Mallorca gleich Verhaftung. Schreibt Gregor, damit meinst du wohl hoffentlich nicht mich. Und ich schreibe, nee, sorry, ich meinte Bauchi, habe gedacht, wenn ich die Nummer wähle, geht das automatisch weiter. Wie kommst du denn auf so einen Quatsch? Man muss meine Nummer wählen, aber das hast du ja auch versucht, nur Pech gehabt. Ich habe deinen Namen auf meinem Screen gesehen, bin nicht reingegangen. So, weil ich keine Lust habe, mich mit dir in irgendeiner Form noch großartig auseinanderzusetzen, weil Denunziant, ich bin kein Denunziant, auch wenn du das immer noch gerne so siehst und gerne, ich habe dich nicht verpfiffen, auch wenn du das allen erzählst und auch wenn du allen erzählst, dass du meinetwegen jetzt kein Hartz IV mehr bekommst, vielleicht erzählst du den Leuten auch mal, warum du meinetwegen vorher 10 Monate lang 480 € oder was weiß ich, was im Monat bekommen hast. Vergisst du nämlich auch völlig, aber weil du das dann hast gegen mich verwenden wollen, habe ich das Sozialamt angeschrieben, habe die lediglich darum gebeten, meinen Zettel aus deiner Akte wieder rauszunehmen, weil das, was da draufsteht, gelogen ist, weil ich das nicht wusste. Punkt, Ende, aus. Und das habe ich dir auch alles erzählt. Und da warst du so weit, da auch erstmal friedlich mit, okay. Und dann hast du, ja, weißt du, Typ, wenn man so dämlich ist und bei einem Knossi im Video hübsch brav hinten noch die komplette Telefonnummer hin diktiert und sich dann wundert, wenn das Video 1,5 Million Aufrufe hat, dass irgendwelche Leute dahinter kommen und eventuell vielleicht sogar welche vom Sozialamt. Und dann meint dieser blöde Marco Delgado, der dann ein Video über mich gemacht hätte, der hätte auf mich gehört. Alter, wo denkst du nur hin? So, aber egal was du meinst, du könntest wie ich, du kannst gar nichts wie ich. Lass es dir einfach gesagt sein. Überhaupt nichts kannst du. Du kannst stinken, du kannst dich ja noch nicht mal waschen. Entschuldigung, aber das ist ekelhaft. Ja, wie auch immer, Hartz-IV-Hasel und tschüss. So, ne, wie gesagt, also Verhaftung auf Mallorca wird nicht so leicht stattfinden, weil ich kann meine 480 € Strafe zahlen. Ich weiß, dass das bei dir anders aussieht. Und bei Nadine und Dani, die wird es wahrscheinlich auch relativ hart treffen, weil die dürfen beide jeweils 480 € zahlen. Und haben nichts. Wenn wir ein paar Folgen bei Pleite unter Palmen mitmachen, haben sie das auch wieder drin.
So ein Quatsch alles. Alter, hör auf, dein Maul über mich zu reißen. Du machst dich einfach nur überall lächerlich. Lass es einfach sein. Sieh es ein. Du hast gepokert und du hast verloren. Du hast dafür gesorgt, dass alles jetzt weg ist. Du musstest mir unbedingt alles kaputt machen. Jetzt hast du dir dadurch selber alles kaputt gemacht, weil die Nummer mit den Bauchi da ersetzen und das zu übernehmen. Alter, da sind 15 Jahre Training hinter. Was denkst du denn, wie leicht du mir da meine Sache kaputt machen kannst? Du kannst mir vielleicht die Bäckerfinker madig machen, aber meinst du den ganzen Rest? Du kannst es einfach nicht. Auch wenn du das allen Leuten erzählst und hör auf, meine Freunde anzuschreiben und denen zu schreiben, was ich für ein Arschloch sei. Was bist du nur für ein Witz, ey? Denunzian, du denunzierst mich die ganze Zeit, aber kriegst du gar nicht mit, ne? Aber schreib's ja. Was ich könne, könntest du auch. Ja, denunzieren vielleicht, aber selbst dazu bist du eigentlich zu blöd. Wenn ich jemanden denunziere, dann richtig. Und dann kriegen die Leute dann auch mit, dass das von mir ist. Ich habe nichts von dem getan, wofür du da raufgelaufen bist, aber um mir eins auf die Fresse zu hauen. Und dann erzählst du echt den Leuten noch, allen Ernstes, ich hätte dich angegriffen auf meinem Sofa oder warst du Vollhonk? Streich mich einfach aus deinem Gedächtnis. Weißt du, hätte ich die Bäckerfinker damals nicht übernommen, dann wärst du sowieso nie da gelandet, weil du selber nie die Eier gehabt hättest, so eine Nummer durchzuziehen. Ne, dann kam, nachdem ich es dann gemacht habe, dann kamen auf einmal alle und haben hier Trittbrett gefahren und Björn und Otto und wie sie alle hießen und meinten, sie könnten mir das dann auf einmal wegnehmen, weil man dann reich und berühmt werden kann und so wahnsinnig viel Geld durchs Fernsehen verdienen kann. Du hast ja noch nicht mal begriffen, Alter, dass damit deine Verhandlungen mit denen hätten lediglich dazu geführt, dass die, wenn du 1000 Euro pro Dreh gehabt haben wolltest, die gesagt haben, okay, dann seid ihr leider nicht interessant. Das waren wir denen nicht wert, Alter. Was denkst du denn, was wir da für eine Nummer waren? Super cool, solange wir das da gemacht haben, coole Sachen. Aber hey, da hätten wir ganz andere, um eine coole Nummer bleiben zu müssen, da wir da ganz andere Sachen müssen. Aber da hast du ja noch nicht mal hingehört. So, damit ist das Thema für mich jetzt auch vom Tisch. Hasel interessiert mich Scheißdreck. Und du kannst ja meinen, ich würde verhaftet werden, wenn ich das nächste Mal nach Mallorca komme. Was soll das eben mit man begegnet sich immer zweimal? Wir sind uns schon dreimal begegnet. Du hast es jedes einzelne Mal verkackt. Also. Und tschüss. Damit, ich musste das mal loswerden. Ne? Jetzt bin ich's los. Konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel. So, wir gehen mal gucken, ob es draußen aufhört zu regnen. Aber ich finde hier diese Stelle auch einfach wunderschön. Ich weiß noch nicht genau, was ich da unten mache. Bergdörfer. Ah, mal gucken. Keine Ahnung. Der Glasboden bleibt auf jeden Fall da drin. Soll ja eine Stage sein, ne? Ich werde aber mal gucken, dass ich mir mal ein vernünftiges Texture Pack hier wieder seit 15, seit der neuen Minecraft-Version funktionieren die ganzen anderen nicht mehr. Und also noch mal ein schönes Texture Pack haben und vielleicht. Ich glaube, es regnet immer noch. Oder war das das Feuer? Wieso hört sich das Feuer an wieder? Nee, da ist Regen, siehst du? Das ist so schön, da regnet es rein. Das ist das Loch, wo wir da oben letztens runtergesprungen sind. So, ich muss mir wieder angewöhnen, den Mittelfinger auf dem W zu steuern. Boah, das heißt, das ist immer noch so laut da draußen. Haben wir hier noch ein. Nee, haben wir nicht mehr. Nein, haben wir nicht mehr. Aber ich kann mal gucken, was hatten wir? Fichtenholz in der Küche verwendet. Ne? Ich kann mal gerade gucken, ob wir hier noch irgendwie ein. Ne, hier ist auf jeden Fall kein Holz drin. Da muss ich auch wieder nach hinten laufen. Doch, hier ist noch. Ne, ist Eichenholz. Scheiße. Ich könnte noch haufenweise Birkenbretter machen.
Aber das sieht blöd aus, wenn wir das dann da oben in der Küche. Ah, es hat aufgehört zu regnen, wir können raus. So. Keine Lust, da die ganze Zeit gegen den Regen anzubrüllen. Ich hätte auch einfach leiser machen können, aber war mir nicht nach. Oh, es ist Nacht. Hallo Mond. Ja. Ja, und das ist im Prinzip auch was, was mich halt eben die ganze Zeit noch so ein bisschen, weil ich da noch drin steckte in der ganzen Geschichte, bis das halt jetzt mit der Strafe sich geklärt hat, dass ich da überhaupt noch empfänglich für war, für den ganzen Scheiß. Aber da geht es mir echt seit gestern um einiges besser. Und mir fällt das auch mittlerweile wesentlich leichter, halt den ganzen Witzfiguren da einfach einen Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ja, so auch für euch bestimmt. Ja. So, wo sind denn hier Bewohner? Wo laufen die denn alle rum? So groß ist das Grundstück nun wirklich nicht. So, und was ich das letzte Mal beim Durchgucken der Let's Plays gesehen habe, was überhaupt nicht geht, war, also das eine Laub ist wahrscheinlich inzwischen despawned, das werde ich wohl nicht mehr finden. Ja, das lag hier, das habe ich dann, ne, im Let's Play sieht man dann alles nochmal. So, und dass diese Ecke da, das sieht doch kacke aus. Aber ich spiele mit dem Gedanken, es quasi so zu machen, dass ich. Nein, jetzt habe ich die Steine oben vergessen. Ja, scheiß drauf. Mache ich es einfach das nächste Mal. Und mache das auf der anderen Seite dann auch einfach zwei breit. Und dann haben wir es quasi. Ich könnte auch rein theoretisch. Komm mal her. Du sollst herkommen. So. Hier, das kriegen wir mit Springen hin. Boom. So. Ja, das sieht auf jeden Fall besser aus. Ich weiß, es gibt jetzt Leute, die sagen, boah, das sieht alles total scheiße aus, aber das ist halt Geschmackssache und dieses Let's Play ist halt eben für Leute, deren Geschmack dieses Let's Play trifft. Ne? Es gibt genügend andere, die man angucken kann, wenn man oder selber machen, wenn man meint, man kann es besser. So, und diese Bäume, die wollte ich mal machen, sind nämlich auch neu. Das sind, glaube ich, diese Schwarzeichen, richtig? Ja. Und dann habe ich irgendwann noch in einem anderen Biom gesessen und da waren riesengroße Bäume, aber riesengroß, also richtig riesengroß. Und von denen hätte ich gerne irgendwie mir ein paar Samen mitgenommen. Oder sind die da? Nee. Die waren, die hatten noch. Da konnte man wirklich auf dem zweiten Layer, man konnte unten auf dem Boden rumlaufen und man konnte wirklich oben in den Baumkronen rumlaufen, weil das alles total dicht bewachsen war. Ein Lama! Hier diese Setzlinge wollen irgendwie noch nicht so richtig. Hat ja jetzt geregnet, vielleicht poppen die ja nachher auf. Hallo Lama! Hallo! Hallo! Mu. Ja, die machen gar nicht Mu. Die machen oder so. Keine Ahnung. Hier ein Ei, können wir noch aufsammeln. Butsch. Ja, essen müssen wir halt im Friedlich-Modus gar nicht. Oh, gucke mal an. Hier ist ja noch eine. Hier bin ich noch gar nicht gewesen, sehe ich gerade. Sonst wäre hier ein Kackstift. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier so in den Bereich auch noch gar nicht gewandert bin. Könnten mal ein bisschen spazieren gehen. Ne? Das, ich muss mal gerade gucken, worauf genau mein Kompass immer zeigt. Ich meine, auf jeden Fall nach Hause.
Aber wieso da hinten in die Ecke? Eigentlich theoretisch steht da oben mein erstes Bett. Wäre ich ja eigentlich davon ausgegangen, dass das dahin, aber das müsste ich auf dem Kompass einstellen können, glaube ich. Wohin der genau zeigt. Hier, das sind die. Die Lamas, die machen solche Geräusche. Guck mal hier, Kohle. Bauen wir ein bisschen Kohle ab. Guck mal, ein paar EP. Ich habe irgendwann, habe ich mich wieder zersemmelt, war ich auf Level 38 und dann bin ich hingefallen und dann war es das. Level 0. Konnte ich gucken, dass ich meinen ganzen Scheiß wieder irgendwo eingesammelt kriege. Ja, deswegen habe ich so dieses Problem mit dem Fallschaden. Und mag den gar nicht. Weil wenn er zu stark ist, dann ist Schicht im Schacht. Dann darfst du bei Level 0 neu anfangen. Ja, ich habe noch 16 Fackeln. Ich habe noch 16 Fackeln. Aber hier geht es tief runter. Ich traue mich nicht. Ich habe Angst, wie der Gronkh immer sagt. Ja, und so viel Kohle brauchen wir jetzt auch gar nicht. Wir brauchen jetzt hier nicht rumzulaufen. Was gibt's da? Wir könnten hier mal. Habe ich noch einen Eimer Wasser dabei? I do have Wasser dabei. So, jetzt pass mal auf, dann klatschen wir mal einfach hier hin. Oh, und ertrinken? Keine so gute Idee. Da habe ich es wieder mit dem Wasser, ne? Und es ist wieder arschduster hier. Wenn ich das jetzt wegmache, dann geht das auch flöten. Wir krümmeln uns einfach mal wieder raus. Sollte da nicht eigentlich Obsidian draus entstehen? Ist das nicht das, was entsteht, wenn man Lava löscht? Nehmen wir auch die Spitzhacke wieder. Was ich allerdings wohl mal machen wollte, war nochmal im Nether vorbeigucken und schauen, ob ich da noch ein bisschen Glowstone. Ja, hier, da ist noch Kohle, nehmen wir die noch mit. Und noch ein bisschen Glowstone sammeln gehe. Weil ich den Glowstone eigentlich auch sehr schön. Aber da unten in der Höhle haben wir auch noch total viel, den wir mal abbauen können. Ne? Ich finde die Fackeln ja so toll. Eigentlich. Aber da könnten wir auch eigentlich mal Redstone-Fackeln hin machen. Dann gehen die immer an, wenn man in die Nähe kommt. Das wäre natürlich auch eine feine Sache. Oh. Evil Chicken. Boah, da hinten ist noch Kohle. Die nehmen wir uns auch. Boah, die nehmen wir auch noch mit, ne? Einfach weil es schön ist, weil wir können. Ist auch so ein Ding, was ich im Leben auch gerne mache. Nicht viel anbrennen lassen, sondern wenn sich Möglichkeiten ergeben, mitnehmen, weil ich in die Finger kriege. Verlieren kann man und tut man davon eh noch genug. Zum Beispiel, wenn man hinfällt und stirbt und alles weg ist. Wo sind die Dinger? Hier, komm, gib her. So. Ja, einfach nichts anbrennen lassen, ne? Möglichkeiten nutzen, wenn sie da sind, statt hinterher drüber rumzuheulen, dass sie nicht mehr da sind und man seine Chance vertan hat. Da kommen wir auch nicht wirklich sehr viel weiter im Leben und auch im Spiel hier nicht. Ist auch wieder so eine Parallele, die ich einfach gerne sehe. Oh, und ich sehe auch gerade nicht gerne, aber ich sehe, dass diese Folge schon wieder vorbei ist, weil, boah, wo ist denn die halbe Stunde vor? Habe ich so lange mit dem Typen da rumgemotzt? Ja, aber ne, war mal nötig, man muss sich einfach zwischendurch mal luften, sonst zerfrisst es einen. Manchmal muss man einfach die Fresse aufmachen.
Ja, dann setze ich mich hier oben kurz mal hin und genieße noch kurz ein bisschen die Aussicht und verabschiede mich in die nächste Folge, denn diese Folge ist vorbei. Hier, musst du, da irgendwo zeigt, ja, sieht man schön hier die Burgmauer in der Entfernung. Ich gehe mal aus dem Spiel raus und dann gehe ich hinterher wieder ins Spiel rein und drücke hier auf Aufnahmen stoppen und dann geht das alles seinen Weg. Bis bald, tschüss mit F, schön, dass ihr dabei seid. Schreibt in die Kommentare, wenn euch irgendwas dazu durch den Kopf geht und bis bald.